So, wir hatten einige Ungleichungen besprochen. Sinus viel größer als irgendwas, kleiner als irgendwas. Cosinus viel größer, kleiner. Welche Probleme da auftreten. Wir werden sicherlich noch mehr von den Problemen sehen. Aber gucken wir uns jetzt erstmal die Additionstheoreme an, die man öfter braucht in diesem Zusammenhang. Wir wollen hier eine Strecke 1 nehmen. Und diese Strecke 1 ist um den Winkel Alpha plus Beta gedreht gegen die Horizontale. Ich habe hier also die Horizontale, das ist die X-Achse. Ich habe hier die Vertikale, das ist die Y-Achse. Ich habe hier die Strecke 1, das sei der Winkel Alpha, das sei der Winkel Beta. Und ich teile jetzt die Strecke 1 auf in einen Cosinus von Beta und in einen Sinus von Beta. So, jetzt möchte ich die x-Koordinate vom Punkt P haben und dann kann ich sagen, die x-Koordinate des Punktes P ist gerade der Cosinus von Alpha plus Beta. Jetzt gehe ich aber zuerst zum Punkt Q, dann kann ich sagen, das ist Cosinus Alpha, Cosinus Beta. Und jetzt gehe ich wieder von hier zum Punkt P zurück. Stelle fest, dass der Winkel Alpha hier wieder auftaucht und sage minus Sinus Alpha. Sinus Beta. So, jetzt gehen wir in der Y-Richtung spazieren, also nach oben. Das ist der Sinus von Alpha plus Beta. Und jetzt gehe ich erst wieder bis zum Punkt Q und berechne mir die Höhe des Punktes Q, also diese Höhe hier, und stelle fest, das ist gerade Sinus Alpha mal Cosinus Beta und jetzt kommt plus Sinus Beta mal Cosinus Alpha. Ja, dann kann man natürlich noch den Winkel Beta durch Minus Beta ersetzen. Dabei muss man wissen, dass der Cosinus von Minus Beta gleich Cosinus Beta ist und der Sinus von Minus Beta gleich Minus Sinus Beta. Die eine Funktion ist also gerade, symmetrisch, die andere ist ungerade. Und dann kann ich eben weiterhin sagen, wenn ich den Beta durch Minus Beta ersetze, Cosinus Alpha minus Beta ist dann also Cosinus Alpha, Cosinus Beta. Und hier hinten dreht sich jetzt hier das Vorzeichen um, plus Sinus Alpha, Sinus Beta. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Sinus von Alpha minus Beta. Wir drehen also einfach bei Beta das Vorzeichen um und dann ist der erste Term genau gleich geblieben. Sinus Alpha, Cosinus Beta und der nächste dreht sein Vorzeichen um. Dann haben wir hier den Cosinus Alpha und den Sinus Beta negativ. Ja, da haben wir einige Additionstheoreme kennengelernt. Jetzt gucken wir uns den doppelten Winkel an. Wir sagen also Alpha ist gleich Beta. Dann steht da erstmal Cosinus von 2 Alpha ist gerade Cosinus Quadrat Alpha minus Sinus Quadrat Alpha. Und wir gucken uns den Sinus an von 2 Alpha. Und dann können wir sagen, das ist 2 Sinus Alpha Cosinus Alpha. Ja, was kann man mit diesen Dingern machen? Wir wollen zum Beispiel mal den Cosinus von 15 Grad bestimmen. Der Cosinus von 15 Grad, das ist also der Cosinus von Pi Zwölftel. Und das ist gerade der Cosinus von 60 Grad minus 45 Grad. Und damit der Cosinus von Pi Drittel minus Pi Viertel. Das heißt, der Winkel Alpha ist Pi Drittel. Und der Winkel Beta ist Pi Viertel. Also ob ich das jetzt mit Pi mache oder mit Grad, ist völlig egal. Machen wir es ruhig nochmal mit Grad. Wir können jetzt also sagen, der Cosinus 15 Grad ist gerade gleich dieser Cosinus hier. Und jetzt wende ich eben das Additionstheorem an. Und ich habe gesagt, Alpha, Beta, das ist jetzt gleich. Welches Additionstheorem muss ich nehmen? Das da. Das heißt, ich kann sagen, das ist der Cosinus von 60 Grad und das ist der
Cosinus von 45 Grad plus der Sinus von 60 Grad mal der Sinus von 45 Grad. So, was erhalten wir da? Cosinus von 60 oder Sinus von 30 ist 1/2. Das ist Wurzel 2/2. Und jetzt kommt plus Wurzel 3/2 mal Wurzel 2/2. So, und wenn wir das nochmal zu vernünftig aufschreiben, dann können wir sagen, der Cosinus von 15 Grad ist der Cosinus von Pi 12. Und das ist dann gerade Wurzel 6 plus Wurzel 2 dividiert durch 4. Dasselbe können wir jetzt zum Beispiel machen mit dem Sinus von 15 Grad. Dann können wir sagen, das ist gerade der Sinus von 60 Grad minus 45 Grad. Und jetzt habe ich hier wieder Alpha und Beta und muss nur das nächste Additionstheorem nehmen. Das heißt, wir müssen nur dieses Additionstheorem hier unten nehmen. Und dann können wir sagen, das ist jetzt der Sinus von 60 Grad, der Cosinus von 45 Grad, minus der Cosinus von 60 Grad, der Sinus von 45 Grad. Und dann haben wir stehen, Wurzel 3/2, 1 durch, Wurzel 2/2 hatten wir gesagt, hat es erweitert. So, Wurzel 2/2 minus 1/2 Wurzel 2/2. Und damit sind wir beim Sinus von Pi 12 stehen geblieben. Und das ist dann Wurzel 6 minus Wurzel 2/4. Das wäre eine Nutzanwendung. So, gucken wir uns weitere Nutzanwendungen an. Wir haben hier zum Beispiel Sinus von 2x. Sei zum Beispiel, nehmen wir noch zweimal kleiner als Sinus x. Das kann ich dann äquivalent umformen, indem ich sage 2 mal Sinus x mal Cosinus x ist kleiner Sinus x. Was kann man damit machen? Ich kann jetzt eben annehmen, dass der Sinus x größer als 0 ist. Also erstmal, wenn Sinus x gleich 0 ist, ist es nicht erfüllt. Ich habe also nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Sinus von x ist größer als 0. Dann kann ich den Sinus x gefahrlos rauskürzen und dann steht da 2 Cosinus x ist kleiner als 1. Das heißt, Cosinus x ist kleiner 1/2. Oder der Sinus x ist kleiner als 0. Dann kann ich sagen, dann ist der Cosinus von x ich muss jetzt also den Sinus x kürzen. Dann kürze ich durch einen negativen Wert. Dabei dreht sich die Ungleichheitsrelation um und ich da habe das hier. So, ich will diese Gleichung mal wieder skizzieren und gucken, wo die Lösungsmenge dieser Gleichung ist. Wir haben hier wieder den Cosinus x und wir haben hier den Sinus x. Dann kann ich sagen, ich habe hier einen Einheitskreis. Dieser Einheitskreis sieht so aus. Und jetzt kann ich mir überlegen, was das bedeutet. Sinus x ist größer 0, haben wir gesagt. Das ist hier der Fall. Ohne die x-Achse, also das offene Intervall. Cosinus x ist kleiner als 1/2, hatten wir gesagt. Das ist die Menge. Hier ist also 1/2 eingetragen auf der Cosinus-Achse. Und kleiner bedeutet jetzt, dass wir im folgenden Bereich sind, in diesem Bereich hier. Das bedeutet, wir sind insgesamt auf der gemeinsamen Schnittmenge. Und wenn ich das nochmal einmale, dann kann ich also sagen, wir sind auf dieser Menge hier. So, jetzt haben wir die andere Möglichkeit. Sinus x kleiner 0 bedeutet, wir sind unten und Cosinus x ist größer als 1/2. Dann befinden wir uns hier in diesem Bereich. Jetzt muss ich nur noch die zugehörigen Winkel bestimmen. Das ist jetzt der Winkel Pi Drittel. Der andere Winkel hier ist natürlich Pi. Jetzt brauchen wir noch den Winkel
nach hier. Das sind dann 3, 4, 5 Pi Drittel. Und dann haben wir hinten den noch. Das ist dann 2 Pi. So, deswegen können wir sagen, dass x ist Element von dem Intervall. Hier muss man auch immer gucken, ob offen oder geschlossen. Ich habe jetzt hier das Gleichheitszeichen nicht mit drin. Und deswegen kann ich sagen, es ist ein offenes Intervall von Pi Drittel bis Pi. Oder x ist Element von dem offenen Intervall 5 Pi Drittel bis 2 Pi. Natürlich wieder plus k mal 2 Pi für den Fall, dass ich eben nicht im Intervall 0 bis 2 Pi festgelegt bin. So, ich fasse nochmal zusammen, was ich hier gemacht habe. Wir haben eine Gleichung 2 Sinus von 2x ist, da habe ich einen Fehler gemacht, das war die Ungleichung. Sinus von 2x ist kleiner Sinus x. Ich habe den Sinus 2x ersetzt durch 2 Sinus x Cosinus x, kleiner Sinus x. Dann habe ich das Ding durch Sinus x gekürzt. Das geht für x Sinus x größer 0, wenn ich mich also oben befinde, problemlos. Dann kann ich sagen, ist der Cosinus x kleiner 1,5, also links von der Gerade, die ich da eingezeichnet habe. Und das ist der obere grüne Bereich. Und jetzt kommt eben Sinus x kleiner 0, dreht sich die Ungleichheitsrelation um. Und das ist dann der untere grüne Bereich. Die muss ich dann eben noch mir angucken, von welchen Winkeln die gehen. Und dann habe ich auch diese Ungleichung gelöst.